hinter den Mauern. Bisher konnten Medien nur spekulieren. Kein Journalist durfte die Halle betreten. Bis zu diesem Moment. Direkt am Eingang steht die drei Einfamilienhäuser große Karosseriepresse mit einer Kraft von 2500 Tonnen. Wir befinden uns aktuell im Stamping, das ist das Presswerk. Hier werden die Pressteile gefertigt, die dann später quasi auch die Außenhaut des Fahrzeugs sind. Mehr oder weniger zeitgleich haben wir hier dieses Casting, also die Gießerei. Da werden dann Teile gegossen, die dann beide zusammen im Rohbau, Karosserie und Rohbau dann zusammengefügt werden. Wenn das dann geschehen ist, geht es weiter in die Lackiererei. Da kriegen Sie die schönen Farben. Und dann geht es letztlich zur Endmontage. Und fertig ist das Modell Y, ein Kompakt-SUV, den Sie zum ersten Mal in Europa produzieren. Max wird als Ingenieur die Qualitätsstandards des Autoherstellers überwachen. Zurzeit kann er aber nur an Karosserieteilen aus anderen Fabriken trainieren. In Zukunft überprüfen sie die gepressten Bleche unter anderem mit diesem Werkzeug auf Materialfehler. Die Teile werden dann später in Zukunft dort auch gefertigt, gehen quasi durch mehrere Prozesse durch. Und am Ende kommt dieses Teil, wie man da sieht, kommt raus. Das ist ein Fließband. Und hier an diesen Audi-Tischen können die quasi dann kontrolliert und überprüft werden. Max hat in Berlin studiert. Eigentlich dachte er immer, er muss die Region für einen Job wie diesen verlassen. Bis Elon Musk ihm ganz neue Chancen eröffnete. Ja, das war unglaublich. Das war ja bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads, wo Elon Musk auf die Bühne gegangen ist und verkündet hat, dass es in Deutschland eine Gigafactory geben wird. Als meine Freunde mich dann angeschrieben haben und meinten, du, die kommen nach Grünheide, das ist da, wo wir zur Schule gegangen sind, im Philipp-Melanchthon-Gymnasium, das war einfach unglaublich. Ich finde unsere Mission gut, also dass wir wirklich den Wandel zur nachhaltigen Energie oder auch zum nachhaltigen Transport beschleunigen.